Servus, liebe Freunde der Sonne, willkommen zurück zu einer weiteren Folge, wahrscheinlich der letzten, von Rollercoaster Tycoon 2. In dieser Kampagne geht es darum, die Parkwertung über 600 zu halten und über 900 Besucher zu erhalten, bis zum Oktoberjahr 2. Also, lang dauert es nicht mehr. Die Parkwertung ist bloß ein bisschen weit unten. Die ganzen Leute schauen etwas geknickt. Ich weiß aber nicht warum. Ein bisschen blöd hier alles. Ich hoffe mal, dass sie nicht weiter runter geht als nötig. Und man weiß halt nicht genau warum. Man sieht halt irgendwie hier so Toilette und so, will nach Hause und so. Rararara. Aber ich weiß nicht ganz, warum jetzt die auf irgendwie so niedergeschlagen sind. Man weiß es nicht. Wir haben viele Attraktionen gebaut, die Spaß machen. Den Leuten wird viel geboten. Warum also die schlechte Laune? Es sind auf jeden Fall weniger als vorher. Es sind 10 weniger. Brauchen vielleicht mehr Toiletten. Wo bauen wir noch eine Toilette hin? Da unten ist gut. Ja. Erstmal verkehrt rumbauen. Wo könnte noch was hin? Da oben haben wir eine, da haben wir eine gehabt. Da ist eine. Informationsstand. Toilette hier noch. So. Und vielleicht brauchen wir mehr Bänke auf den ganzen neuen Wegen. Das könnte natürlich sein, dass das auch der Grund ist, warum die so geknickt sind. Weil sie sich müde fühlen, schlapp so. Ne? Und zwar hier unten, da wo die ganzen geknickten Leute rumlaufen, gelaufen sind. Wie kann man die Stützen ausblenden? 5. 5. Moment, Warteschlangen TV. Die ganzen geknickten Leute sind jetzt irgendwo hingegangen. Ich weiß bloß nicht wo. Schwierig. Ah, der hat gerade gekotzt, das habe ich genau gesehen. Ich glaube fast sogar, dass sich's hier lohnen würde, noch einen Monolithenstand hinzubauen. Und ich glaube, es würde sich lohnen, unten rechts im Bild einen Handwerker zu platzieren. Vielleicht sogar einen, der nur dort patrouillieren soll. Unten rechts? Hui. Nein, ich sehe jetzt nur zwei Stellen. Naja. Naja, das sind bloß Bänke. Wir haben ja Geld. Bänke, die gelb sind und stinken, ja, ja. Genau wie bei dir zu Hause. Ich habe keine gelben Bänke. So, oder? Sieht gut aus, ja. Moment. Ja, so. Marketing-Kampagne für Gratis-Burgers zu Ende. Wir sind unter 600 geraten. Nicht gut. Oh je. Vielleicht noch ein bisschen billiger machen. Bing, bing. Warum geht die Parkwertung so in den Keller? Machen wir mal die Toiletten kostenlos, wenn die Leute alles Klo müssen. Gute Idee. Toiletten. Preis überall gleich. Schmal. So. Und so. Was ist noch das Problem? Das verstehe ich nicht ganz. Vielleicht brauchen wir einen zweiten Handwerker, der nur dort oben zuständig ist. Nein. Wir nehmen uns den hier. Vielleicht ist das mit ein Grund. Gute Idee. Ich habe zwar keine Meldung mehr gesehen, dass die Leute beschweren, aber vielleicht ist das eben nur bei Anfängerparks der Fall. Das könnte durchaus sein. Da muss man selber drauf achten. Andere Handwerker her? Hierher. Ich hoffe, du hast es gesehen und läufst da jetzt hin. Sehr gut. Jetzt machst du noch da weg. Jetzt gehst du hierher. So. Nein! Hierher. Wenn es darum geht, sich vor der Arbeit zu drücken, sind die Handwerker sehr effektiv. In der Hinsicht schon. Und hier, diese hier schon.
noch. Und was macht die Parkwertung? Sie ist um 82 gleich mal wieder gestiegen. Es lag tatsächlich daran. Dann scheint wirklich der Unterschied von Anfänger- zu fortgeschrittenen Parks zu sein, was für Probleme uns gemeldet werden und was nicht. Das kann natürlich sein, ja. Was natürlich auch ein bisschen den Reiz erhöht, selber herauszufinden, wo die Probleme liegen. Mhm. Aber gut, es müsste, hätte einem vielleicht vorher gesagt werden sollen. Hm. 718, jawohl, jetzt geht's wieder. Das war tatsächlich der ganze Weg hier hinten, der voll geschissen war wie sonst was. Aber ich versteh's. Ich wäre auch nicht sehr begeistert, wenn ich bei jedem Schritt aufpassen müsste, nicht in eine Kotzlache reinzutreten. Das kann natürlich sein. Und die ganzen Bänke sind zerstört. Vielleicht aus Wut dessen, dass hier so viel Kotze rumliegt. Hier liegt ja auch so viel. Du da. Ich helfe dir mal. Angenommen, so. Jedes Stück Kotze senkt die Wertung um einen Punkt. Ja, dann macht das schon was aus. 728, es freut mich. Es geht wieder nach oben. Wir haben, glaube ich, das Spiel gerettet. Bitteschön, Maus ist deins. Vielen Dank. Bisschen Geld können wir auch zurückzahlen, dann zahlen wir weniger Zinsen, bis wir uns entschieden haben, was wir als nächstes machen werden. Wobei 5% gar nicht mehr so hoch sind. Zumindest wenn man die heutige Wirtschaftslage annimmt. Ja, wenn man bedenkt, dass der Leitzins bei 0 ist, ist es schon ziemlich hoch. Ja, für die Bank. Ich helfe nur mal den Handwerkern ein bisschen nach. Wieso ist hier... Ach ja, da. Wie ist die Parkbewertung jetzt, ja? Nee, da kann man es ja nachschauen. Besser, besser. Das Schlimme ist ja nicht nur, dass die Leute überall hinkotzen, sondern auch, dass sie die Mülleimer ignorieren. Hau noch welche dahin, da fehlen einfach welche. Zugegebenermaßen, ich sehe auch keine. Oh ja, stimmt, an die Aufgänge immer gut, wenn man Mülleimer hinhaut, weil da kann man eh keine Bänke hinhauen und damit verschwendet man keine Plätze für die Bänke. Weil Bänke sind manchmal ganz schön rar, wenn man sich's überlegt. Ach schade, im Wartebereich kann man keine Mülleimer platzieren. Ja, weil ich glaube, da schmeißen noch keine Leute das weg, oder? Tja, weiß man's? Da auf dem Weg noch Bänke und Mülleimer, oder? Der frisch gebaute Weg. Oh, also Mülleimer nicht unbedingt. Hier ist ja kein Laden in der Nähe, wo sie Müll mitnehmen könnten. Ja gut, wenn du meinst. Aber vielleicht noch nach rechts unten quer rüber. Vielleicht hier ein bisschen da. Warte mal kurz, der Handwerker, der kann hier zu viel. Und hier noch ein paar Bänke. Was mir noch einfällt ist, du hast doch da deine krasse Bahn, wo doch so viele gekotzt haben auf den Weg. Vielleicht da ein Erste-Hilfe-Zentrum hinhauen. Das ist... durchaus sinnvoll. Und du kannst 1000 zurückzahlen. Nicht, wenn ich ein Erste-Hilfe-Zentrum baue. Scheiße, stimmt. So. Und. Irgendwo da. Warte mal, ich dreh mal. Eher eins links daneben, oder? Dass der Müll aber nicht verschwindet, jawohl. Passt, sehr gut. So, vielleicht noch eins auf die andere Seite. Nee, das würde ich schon. Wie schaut's denn aus mit den ganzen Leuten? Wie denken die jetzt über den Park? Also haben da jetzt schon wieder welche aus und kannst du jetzt 1000 zurückzahlen? Ah, verarsch mich. Dann nicht. Aber die Parkwertung, die schießt jetzt wieder ordentlich nach oben. Fast 800, das freut mich. Die Besucherzahl steigt, die Parkwertung ist im... Und es wollen nicht mehr so viele nach Hause. Und wir müssen auch nur noch... August fertig, September, Oktober. Dann ist zu Ende. 2,5 Monate. Sehr gut. Wenn jetzt kein Stromausfall kommt, dann schätze ich mal, steht dem Sieg hier nichts mehr im Wege. Und ein Warteschlange, bitte. Warteschlange TV? Warte, ja. Gerne. Sehr gut. Tatsächlich könnten wir auch hier irgendwie ein Getränk hinbauen oder irgendwas, weißt, weil hier sind verdammt viele unterwegs. Getränke und Essen. Oder Eis vielleicht. Eis. Fruchteis haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Doch, habe ich schon irgendwo unten gebaut. Ist ja wurscht. Da ist doof, oder? Hä? Warte, ich drück mal Shift. Nee, irgendwie stimmt da was nicht. So ist besser, ja. Ein bisschen weiter links auf die Brücke. Ja. Nee, ja. So. Wunderschön. Unten ein Getränkestand, oder? Irgendwie heiße Schokolade. Kaffee? Kaffee ist gut.
Kaffee. Hat das der? Da drüben vielleicht? Jo. Und eröffnen. Sehr gut. Können wir vielleicht sogar die Toiletten wieder teurer machen, oder? Und auf 10 Cent setzen. Wie viele Leute müssen wir aufs Klo? 36, ui, ja. 36 mal 10 Cent, das ist was. Ja. Das sind 3,60 Euro. So. Parkeingang wieder auf, teurer machen, ja, würde ich sagen, oder? Toiletten? 10 Cent. Ja, 20. Was ist hier? Achterbahn nicht repariert. Ja. Schon noch. Ups, den. Eintritt? Eintrittspreis. Auf 35 vielleicht mal erhöhen. Und sonst mal die Gewinne. Genau, das haben wir nämlich schon lange nicht mehr gemacht. Die optimieren und so. Ich schau noch kurz mit der Holzachterbahn. Da war hier gerade eine Meldung. So. Und wo ist jetzt der Handwerker? Kommt da einer? Ja, drück mal. Er müsste eigentlich hier runtergehen, oder? Er scheint ein bisschen verwirrt zu sein. Verirrt zu haben. Geistig verwirrt. So. Warum eigentlich? Er ist hier und der Eingang zur Bahn. Ach so, ja. Der Ausgang ist hier unten. Der Eingang ist hier oben und er weiß nicht so recht, wo will er hin. Dann baue ich hier noch einen Weg nach oben vielleicht so. Ja, aber eigentlich ist er ja hier dieser Weg. Ja, aber er kapiert's nicht. Schauen wir mal. Jetzt nee. Geht er wieder. Jetzt hat er irgendwie... Was passiert hier? Ah ja, jetzt kriegt er einen Funkspruch. Mhm. Und er rallt's immer noch nicht, oder? Setz ihn einfach mal da runter. Schauen wir mal, was passiert. Der kriegt dann schon seinen Funkspruch. Und ich würde tatsächlich vielleicht doch einen Weg nach oben bauen, noch direkt. Würde ich machen, wir haben genug Geld. Die Bahn selber kann man nicht ausblenden, oder? Ich glaube nicht. Man kann die Besucher noch ausblenden, das weiß ich. So, wo wollte ich sie hier bauen? So, bisschen unten. Du hast total verdreht. Das hat mich gerade sozusagen verirrt. Das ist ein bisschen problematisch immer ein bisschen. Ich glaube, es war weiter links. Da. Ah ja, genau. Ich glaube, du dockst genau in dem Eingang ein. Nein, oh, kein Geld. Kein Geld. Ja, das auch. So, 1000 sollten reichen, um einen Weg zu bauen. Ja, aber ich glaube, du dockst da an. Schauen wir mal. Ja, natürlich. Interessant. Interessante Konstruktion. Nah. Vielleicht den Weg löschen und dann einfach außen rum bauen, würde ich machen. Immer einfach so. Gesundheit. Entschuldigung. So. Ja, und jetzt nach unten, oder? Nee. Nicht so. Das sieht man immer so schlecht. Links, nach links und nach unten. So, und jetzt gerade noch. Perfekt. Jetzt solltet ihr eigentlich kapieren, dass hier was abgeht. Grauenhaft, diese Wegführung in dem Park. Keine Angst dafür. Das war schon so. Aber der Park hat sogar eine Auszeichnung für die konfuseste Anordnung. Das stimmt. Die Parkwertung sinkt wieder, ich weiß bloß nicht warum. Mach's putz. Vielleicht sank sie wegen der Holzachterbahn, die kaputt war die ganze Zeit. Oh, das könnte sein. Warte, Moment mal. Ist das überhaupt die Holzachterbahn? Schon? Ja, aber sie funktioniert wieder. Ich drehe mal auf 10 Minuten. Schöne Musik hier. Es fällt vielleicht noch ein bisschen was an aufregenden Fahrten oder irgendwie sowas in der Art. Noch weil das hier gemäßigt ist. Halt, meinte ich ja. Vielleicht mal hier die Monster Trucks, die hat man wahrscheinlich noch nicht mehr. Beziehungsweise eigentlich dem sind noch gar nicht. Bisschen erhöht bauen. Das Schöne ist, die brauchen keine Ketten, die fahren auch von alleine so hoch. Es regnet geil.
Ne? Au. Baumstämme, sehr gut. Moment, so. Nee, halt Idee. Baumstämme, gleich mal, wenn es nach unten geht. Dass er schön rausfliegt. Fertig ist die Bahn, gar nicht mal so teuer, gell? Gar nicht mal so teuer, gar nicht mal so spannend. Für ein Kind genau das Richtige. Richtig. So und so. Wege bauen. Ich glaube, der Dingverkauf, der Regenschirmverkauf dürfte jetzt ansteigen. Und wir sehen auch schon, wir sehen blaue Regenschirme, rote Regenschirme, gelbe Regenschirme. So wie wir es letztes Mal angepasst haben in den Informationskiosks. Mist. Kein Geld mehr. Ich leih mir was. Gibt Frechheit. Fertig ist die Geschichte. Bisschen Warteschlangen-TV hat noch nie geschadet, meine ich. Schließen, die Parkwertung schaut wieder gut aus, nicht gefährlich und ich glaube, ich bin fertig. Nur die Wege sehen nicht gut aus. Da kann ich nichts dafür. Ich stelle mir noch einen Handwerker ein. Zum Putzen? Gut, Geld genug haben wir ja und wir können, glaube ich, bis auf 30.000 Darlehen rauf. Wir haben gerade erst 7.000. Erstmal den Weg absetzen. Also die Besucherzahl war, glaube ich, kein Problem in diesem Park. Und die Monster Trucks, sie fahren und fahren. Mal kurz, wie schaut es eigentlich aus, wenn sie über den Ding drüber holzen? Ach, nicht sonderlich spannend. Sag ich ja. Die bremsen ja sogar, wenn es runtergeht. Ja, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Wie ist die Nervenkitzel und das ganze Zeug? Noch keine Testergebnisse, das dachte ich mir. Wir können gleich wieder 1.000 zurückzahlen. Immer das ist schön, dass die Besucher steigen. Da, die Parkwertung. Ah, ist wieder ein bisschen am Sinken. Kotzen sie wieder die Wege voll, oder was? Oh, hier, maximale Geschwindigkeit. 12 Kilometer pro Stunde. Ja. Schauen wir mal. Also hier ist nichts. Ja, aber es ist ja nicht nur das... Wege vollgekotzt werden, so auch, dass zum Beispiel hier Bänke zerstört werden. Stimmt, auch diese wieder. Bank hier zum Beispiel sieht eigentlich so aus. Ach so, das habe ich gar nicht gewusst. Vandalismus ist auch leider vertreten in diesem Spiel. Ja. Schauen wir doch einfach mal, ob es Bänke zum Reparieren gibt. Dürfte weniger viel sein. Ja, meistens da, wo viel los ist, würde ich sagen. Aber... Nö. Na, was denken die Besucher denn? Das können wir gleich mal nachschauen. Ah, jetzt ist er wirklich sauber und aufgeräumt. Hungrig und auf die Toilette. Aber sonst nichts. Vielleicht, wenn wir noch ein paar Fressbuden dahin bauen, wo viele Leute unterwegs sind. Ewig angestanden. Ihnen geht das Geld aus. Ja, der, aber der Cash-Maschine, die steht ja schon am Anfang da. Und manchen ist übel. Ja, das ist klar. Wo behalten diese Leute auf, dass übel ist? Zum Beispiel unter Tage. Oder in der Bahn. Oder da unten. Oder da oben. Hier ist eine erste Hilfe. Mhm, einmal 1.000 zurückzahlen. Schauen wir doch mal kurz, wie viele ob die auch gut besucht wird. Scheint mit Sicherheit. 4 Besucher. Naja, okay. Mehr erhofft. Ich auch. Vielleicht muss einer hat direkt vor die Tür gekotzt. Das ist natürlich nicht fein. Nein, das macht keinen guten Eindruck. Vielleicht auf die andere Seite doch auch ein Erste-Hilfe-Stand. Dass da auch ja keiner dann auf die Idee kommt, oh, Erste-Hilfe-Stand, brauche ich nicht. Ah. So, würde ich sagen. Irgendwie doch. Sehr gut. So.
Besucherzahlen steigt und steigt. Und auch schlecht war den Leuten hier bei oben. Bei der Mini-Achterbahn. Ja, aber da ist ja nichts hier oben. Höchstens bei der Mini-Achterbahn, da wo die Mini-Achterbahn ist, aber das ist da oben. Uiuiui, hier ist hier unten auch viel. Das könnte vielleicht auch die Parkbewertung ein bisschen runtersenken. Machen wir doch einfach da einen rein. Macht guten Eindruck. Gleich nehmen die Bahn eine Erste Hilfe. Nimm dir ja den Handwerker 2 oder sowas und sag gleich mal, dass der da patrouillieren soll. Da unten. Und oben. Oder vielleicht nur unten. Oder nur oben. So, stopp, da höher wir nicht mehr. Wir können einen kleinen Rundgang machen. Ja genau, und mit einem anderen Handwerker unten. Weil unten ist nämlich auch das Krasse. So. Handwerker 2. Oder 4. 4 ist auch noch frei. Ja, so weit. Weiter jetzt nicht, oder? So. So. Da links vielleicht noch, oder? Nicht, dass genau auf dieses Stück dann die ganzen Leute kotzen, weil sie genau wissen, wo der Handwerker lang geht. Und vielleicht noch rechts oben. Also. Nee, passt, passt. Okay, ist alles in Ordnung. Da noch? Ja, so will ich das jetzt erstmal lassen. Wir können wieder 1000 zurückzahlen. Das geht ja rucki zucki hier. So, la. Ja, die Parkwertung? Sie stagniert wieder auf in der Horizontale. Aber ich glaube, wir haben noch einen Handwerker, der nichts zu tun hat. Der darf jetzt mal hier ein bisschen Verstärkung spielen. Mhm, ein bisschen frei putzen. Freiberuflich sozusagen. Und dass das Ganze ein bisschen schneller geht, helfe ich mal kurz nach. Das ist eh immer wichtig. Wir haben jetzt Oktober, ja, welchen? Sag. Sekunde. Wir haben 10. Oktober. Ich glaube, dann packe ich das noch mit diesem Part rein. Wir haben zwar schon über 20 Minuten, aber dafür ein extra Part anzufangen, lohnt sich nicht. Wir sehen doch also in diesem Part, wie es endet. Vielleicht dort oben in der Mini-Achterbahn drin. In der Holzachterbahn, in dem Eingang da, heißt bei diesem Gebäude. Genau. So, und die Wege ansonsten? Naja. Der da scheint fertig zu sein da oben. Dann darf er dann mal putzen. Dann fixe ich ihn jetzt einfach mal hier unten. Und nach oben. Hier so rüber. So ein kleiner Rundweg vielleicht noch. Genau, oben rum. Ja. Und links ein bisschen runter bis zum kleinen Weg nach oben, genau. Da würde ich nicht mehr weitermachen. Jawohl, sehr gut, so passt's. Wieder 1000 zurückzahlen. Das geht ja rucki zucki hier. Vielleicht schaffen wir es sogar bis Oktoberende unsere Darlehen zurückzuzahlen, das wäre auch was. Und die Parkwertung scheint wieder gestiegen zu sein. Fast 800, sehr gut. Es ist erstaunlich, wie empfindlich die Leute darauf reagieren, dass Kotze auf den Wegen liegt. Ja, das ist extrem, ja. Den Leuten hungert, oder wie war das? Dann bauen wir da unten nochmal. Kein Wunder, dass sie Hunger haben. Sie kotzen ja dort alles raus, was sie gerade gefressen haben. Ja, das kommt nicht gut an. Okay, ich glaube, wir schaffen das doch nicht mit dem Schuldenfrei. Das macht das immer ganz gut. Aber der Park, der läuft echt verdammt gut für die vielen Mitarbeiter, die wir haben. Achso, weil die ja so viel Lohn kriegen. Wir viel ein. Ja, die Besucherzahl steigt ja auch fast andauernd. Und du kannst zurückzahlen. Schon wieder. Ja. Und schon haben sich hier Leute hingesetzt und was geholt. Guter Platz, finde ich. Doch, tatsächlich würde ich hier noch irgendwas hinbauen. Ne, hier ist nichts los. Ich glaube ja fast, in der Zeit kann nicht mehr viel schief gehen. Wir können noch eine Achterbahn bauen. Dann bau. Die letzte habe ich sozusagen gebaut, die Monster Trucks. Welche? Gibt es irgendwas Schönes? Die Hyperbahn ist, glaube ich, entwickelt worden. Die Hyperbahn. Endlich mal eine Bahn mit schön vielen Möglichkeiten. Auch nicht so. Ein bisschen schlechter als die Gigabahn und die Gigabahn und hat auch nicht so viele Geld Möglichkeiten. Auf, einfach weil wir können. Das wäre eine richtig coole Bahn zum Schluss bauen. Muss ich aber beeilen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wo bauen wir die Bahn denn? Voll in die Mitte rein. Voll in die Mitte, aber doch irgendwo, wo auch viele Leute unterwegs sind. Da hinten vielleicht. Hier ist viel Gewusel. Na, bau hin. Wie ein Hüttenweg. Nö. Die wollte ich aber eigentlich stehen lassen. Dann lass sie stehen.
Aber dann ist Destrox hier. Mein Haus weg. Okay. Kriegen jeder euch plus. Kettenlift nach oben. Machen wir noch einen 5, damit es schön lange Züge gibt. Gerade noch, und jetzt stoßen wir eine Mini-Achterbahn an. Jawohl, wie ich es mir dachte. Nur so geht's. Funktioniert das oder stoßen wir wieder an? Wir stoßen wieder an. Dann machen wir eine breite Kurve. Na schön. So. Ich glaube, die Höhe langt, oder? Juhu. Ich finde sowas blöd, weil man kann in Wirklichkeit viel enger runter. Ach so, ja. Wenn man jetzt so baut, wenn man jetzt gleich so baut. Also zuerst schmal und dann hoch. Ja, das reicht leicht, ja. Schauen wir mal, ob wir hier was wir Spezielles bauen können. Ach, nicht es viele. Gibt doch gar keine Loopings. Nö, sag ich doch. So wie die Gigabahn, bloß ein bisschen schlechter. Und die Gigabahn hat auch keine Loopings. Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Leicht nach unten, dann ganz nach unten. Dann kommst du viel schneller nach unten. Ja, geht schöner als die Bögen. Nur ist was im Weg. Ja. Und ein Ding nach oben, oder? Oder erstmal Kurven. Können doch bestimmt. Ja, so nicht. Vergiss es. Das kannst du auch vergessen. Das ist ein bisschen. Ja, schon. 16,5 geht gerade. Das schaffen wir locker, weil wir ungebremst von 27 kommen. Ja. Und damit haben wir es geschafft. Die Zeit ist vorbei. Mhm. Die Achterbahn werden wir in einer Sonderfolge fertig bauen. Ja, wenn du meinst, dann machen wir das in einer Sonderfolge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.